kennenlernen. Da mussten Sie, Tanja, gleich, der soll es sein. Der und kein anderer. Ihre erste große Liebe. Nach 5 Jahren haben sie sich verlobt und dann hat es nochmal 5 Jahre gedauert bis zur Hochzeit, eben am 18. Oktober 1996. Zwei Söhne wurden ihnen geschenkt, Vincenzo und Leonardo. Auf sie, so haben sie gesagt, sind sie sehr stolz. Monika und Max sind für sie beide die eigenen Kinder. Und auch das ist ein Geschenk, wenn man nicht nur die eigenen Kinder liebt und akzeptiert, sondern auch deren Partnerinnen und Partner. Weil ja, nur so wird man eine Familie und so wächst man zusammen. Und natürlich gehört auch Axel zu ihrer Familie dazu, haben sie gesagt, ganz selbstverständlich. Luigi, willst du Tanja, die Gott dir anvertraut hat, auch weiterhin als deine Ehefrau lieben und ehren und die Ehe mit ihr nach Gottes Gebote und Verheißung führen in guten und in bösen Tagen, bis der Tod euch trennt? So antworte ja mit Gottes Hilfe. Ja, mit Gottes Hilfe. Ebenso frage ich dich, Tanja, willst du Luigi, den Gott dir anvertraut hat, auch weiterhin als deinen Ehemann lieben und ehren und die Ehe mit ihm nach Gottes Gebot und Verheißung führen, in guten und in bösen Tagen, bis der Tod euch trennt, so antworte ja mit Gottes Hilfe. Ja, mit Gottes Hilfe. Was nun Gott zusammengefügt hat, das soll der Mensch nicht scheiden. Amen. Amen. Herr unser Gott, du bist treu. Du hast Tanja und Luigi Catapano auf ihrem gemeinsamen Weg in all den Jahren geleitet und bewahrt. Du hast ihnen Freude geschenkt und ihnen in Schwierigkeiten geholfen. Du hast sie immer wieder neue Entdeckungen machen lassen. Du hast ihre Ehe gesegnet und ihnen 2 Kinder anvertraut. Dafür danken wir dir und wir bitten dich. Stärke und erneuere du ihre Liebe. Gib ihnen die Kraft, einander beizustehen und füreinander da zu sein. Vergib ihnen, wo sie schuldig geworden sind und bleibe bei ihnen mit deiner Treue. Bewahre sie auf ihrem Lebensweg. Und gemeinsam beten wir: Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme. Der Segen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes, er komme über euch und er bleibe bei euch, heute und an allen Tagen eures Lebens. Geht hin
im Frieden des Herrn. Amen. Das ist jetzt die Stelle mit dem Schuss. Oh, danke.